Wir streamen live. Wir haben Chaos-Club Leipzig Live TV. Start-up Café 1. Ja, also wir sind in der Eisenbahnstraße 147. Bedanke mich bei Robert Bayer vom Kaba Café für die Unterstützung. Ich möchte gleich anfangen mit einem Zitat. Ein glücklicher Mensch ist zufrieden mit der Gegenwart, um sich viele Gedanken über die Zukunft zu machen. Von Albert Einstein ist dieses Zitat. So. Ich will mal kurz erzählen, warum. Ich meine, ich habe es ja auch schon am Telefon gesagt. Nochmal so rein für die Periscope-Community, kurz als Erläuterung, wie wir zu der Idee kamen. Also seit Juni habe ich schon begonnen, mir Gedanken zu machen über ein neues Start-up-Event. Es gibt in Leipzig einige Events, aber keins, wo Künstler, Selbstständige und Kreative quasi zusammenfinden. Deswegen habe ich gedacht, das könnte man machen und habe ich mir das Start-up Café 1 ausgedacht. Start-up Café 1 deswegen, weil der Name Start-up Café schon ziemlich geläufig ist und die Einzigen dran, damit das unverwechselbar ist. So. Ziel und Zweck dieser Veranstaltung ist es, Start-up-Unternehmern, etablierten Unternehmern und Kreativen die Möglichkeit zu geben. Schönen Tag, Ali! Unternehmern die Möglichkeit zu geben, auf einer neuartigen Plattform sich quasi zu präsentieren, im aufgelockerten Rahmen. Ich habe als Gäste geladen Herrn Böhrer Nitsche, zuständig fürs Streaming von Leipzig Live TV. Dann die Frau Margit Krause, ist musikalische Begleiterin für den ganzen Abend. Vielen Dank dafür, dass sie auch so kurzfristig vor allem zugesagt hat. Dann ganz, ganz vielen Dank an Svetlana Reiche, Geisler Reiche von der Firma Lenzbüt für ihr Zusagen, dass ich quasi sie gewinnen konnte. Das ist für mich besonders schön und weil sie auch sehr erfahren ist im Marketing und im Zeichen von Lenzbüt, dass man es schaffen kann, als Startup groß zu werden. Das ist für mich eine Inspiration. Als weiteren Gast habe ich den Herrn Rainer Schwarzer eingeladen, also über den Engelsdorfer Verlag bin ich auf ihn gekommen. Er wird ein bisschen was sagen zu Leipzig im Allgemeinen, über seine Erfahrungen mit dem Viertel hier. Er ist verwurzelt hier in dem Viertel und wird über den Buchtitel 110 Meter über der Ehe etwas sagen. Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit. Und jetzt kommt ein kleines musikalisches Schmankerl von der Frau Margit Krause. Weiter deine Thank you.
Willst du eine zweite Runde? Ja, ich kann ja. Jetzt. Ist das okay? Also nee, nee, mach was. Ja. Okay. Ja. Ich habe jetzt echt vorbereitet auf diese Pause. Ja. 10 Minuten. Ja, ja. Okay. Natürlich. Okay. Basislaufen. Basislaufen, sagst du. Und du meinst, einen Seiltanz hinzulegen. Den Blick in die Sterne pflegen. Und das, was du nicht bist, verlassen. Basislaufen, sagst du. Und du meinst, auf den nackten Füßen stehen, deinen Weg der Wahrheit gehen, dein Glück spürbar anzufassen. Basislaufen, sagst du. Und du meinst, lächelnd alles zu vertreten, nur das, was dich ausmacht, erbeten. Bis ins Herz dich lichtvoll taufen. Basislaufen, sagst du. Und du meinst, dich mit Mondstaub reinzuwaschen und die Welt zu überraschen. Liebe säen, Basislaufen. Was soll nur werden? Gebärden wie Gebären. Es wächst erst im Mutterbauch. Ein Fötus mit einer Schleife. Geschenkt. Umhüllt von Mystikrauch. Frag nicht, was es denn werde. Es ist ja noch so klein. Und wenn es niemand einrahmt, kann es vielleicht alles sein. Es setzt in diese Welt hier vorsichtig Zeh, dann Bein und ist an nichts gebunden, steht für sich ganz allein. Uns genommen und auch das wahre Ziel und was wir suchen, kennen wir nicht mehr. Doch wenn wir's wieder ahnen, ist es uns allen gleich. Wir treffen uns an einem Ort. Der Ort scheint uns genommen und auch das wahre Ziel. Und was wir suchen, kennen wir nicht mehr. Doch wenn wir's wieder ahnen, ist es uns allen gleich. Wir treffen uns an einem Ort. Das letzte Stück jetzt stammt von Pergolesi. Ich habe das so gemixt, heute Abend das Programm mit meinen eigenen Sachen und ein paar Lieder von anderen Leuten. Jesus.
Und ich finde auch überhaupt dieser Rahmen hier ganz, ganz spannend, muss ich sagen. Auch die Wahl der Straße auch sehr, sehr wagemutig. Ne? Ja, es ist ungewöhnlich, genau. Ja. Also ich finde auch, das Einzige, was hier deutsch klingt, sind die Straßenwaldhaltestellen, aber ansonsten sind die ganzen Cafés, die heißen ganz, ganz ungewohnt. Ne? Ja, und ich bin hier natürlich eingeladen worden, zum Thema Startup zu sprechen. Und deswegen dachte ich, okay, wir fangen ja auch ganz von vorne an, um uns da auch ein bisschen warm zu machen. Das ist eine ganz neue Veranstaltung, ein ganz neues Format. Und wir wollen natürlich auch erstmal online oder hier auch die Leute dafür vielleicht auch begeistern und vielleicht dann auch noch mehr Interesse dann zu zeigen und dann mitzudiskutieren. Und deswegen dachte ich, so als Einstiegsthema ist vielleicht auch ganz spannend, wie war es bei mir? So, ganz einfach. Deswegen habe ich eine kleine Präsentation auch dazu. Geht das? Ich hoffe. Hey, ich dachte, ihr habt das probiert. Oh, nee, das ist live. Das also, dann klicke ich einfach so. Das geht auch. Das wird ein bisschen umständlich hier, oder? Genau. Mein Name ist Svetlana Reiche, seit neuestem auch Geisler Reiche. Und ich bin die Geschäftsführerin und auch die Gründerin eines Kontaktlinsenversandes. Und so sah mein Lager 1997 aus. Das war ein einfacher Schuhkarton. Und das ist so ein Teil des Lagers heute. Ja, und damals, dass ich noch irgendwo in Waren in einer kleinen Küche mit Kohleheizung noch gesessen habe, dann habe ich natürlich auch nicht gedacht, dass das diesen Ausmaß finden kann, weil es gab einfach eine Idee und das war erstmal egal, wie es ausgeht, man musste einfach diese Idee umsetzen. Genau. Was war denn das für eine Idee? Die Idee kam also bei einem Frühstück an einem Frühstückstisch mit ein paar Freunden und Kollegen, die auch so Mitte 20 waren. Und lustigerweise gab es noch einen Rechenfehler dazu. Ich bin mir sicher, wenn es diesen Rechenfehler nicht gäbe damals, hätte ich niemals die Firma gegründet. Und ich habe das aber im Detail noch nirgends erzählt und deswegen dachte ich, ich erzähle das mal hier in diesem Rahmen, also wo die Leute über Startups nachdenken, wo sie denken, okay, jetzt habe ich studiert oder jetzt weiß ich alles besser. Jedem kann Fehler passieren. Und bei mir war das so, also die anderen zwei, die halt mit mir dann mit überlegt haben, das waren die Banker. Und es ist so dämlich, dieser Fehler gewesen, also aber wirklich wahr. Also ich habe Kontaktlinsen Katalog gestellt vom Hersteller und da stand so wirklich eine Packung, also das müsst ihr euch mal vorstellen, ja, eine Packung, 10 Euro, ab 10 Packungen, 9,99 Euro. Ne? So, was denke ich? Also ich komme aus der UdSSR, wir hatten solche Späße nicht mit ab und sowas. Ne? Und kauft mehr, zahlt weniger. Also ich lese die Zahl, eine Packung 10 Euro und ab 10 Packungen 9,99 Euro. Ich teile 9,99 Euro durch 10 und denke, das ist ja der totale Wahnsinn. Natürlich kaufe ich 10 Packungen, nicht die eine. Ich bin ja nicht blöd, ne? Also wenn das dermaßen billig ist, also es war wirklich, also das war dermaßen dilettantisch, das kann man heute wirklich nicht mehr sich vorstellen, ne? Aber so habe ich es mir gedacht. Die anderen halt auch, nicht nur ich. Ich habe BWL studiert, ne? Und natürlich die erste Ernüchterung kam, als die Rechnung mit diesen 10 Packungen auf eingetroffen ist und dachte ich mir, wissen hier, das ist ein ganz anderer Preis als versprochen. Und dann habe ich kapiert. Ne? Nun, aber es war nicht zu spät. Also ich musste irgendwie das weitermachen und so schlimm war es auch wieder nicht. Das war so der erste kleine Rückschlag. Und nach der ersten Hochrechnung dachte ich, ich bin in 3 Tagen Millionär. Aber es ist halt nicht so geworden.
Ja, jedenfalls, also es war dann jetzt nachhinein, ist es natürlich total lustig und man weiß auch nicht, wenn ich dann ganz genau nachgezählt hätte und nachgerechnet, vielleicht hätte ich die Firma nie gegründet. Ich weiß es nicht. Ne? Ja, also die Idee war geboren und das war damals auch, 1997 muss man sich ja vorstellen, Kontaktlinsen. Ne? Also man hat das beim Optiker bestellt, man ist zum Optiker gegangen, hat gesagt, lieber Optiker, ich brauche meine Linse X. Der Optiker hat gesagt, okay, bestelle ich für dich, komm in eine Woche wieder, holst dir ab. So, und da war die Idee halt, diese Kontaktlinsen einfach im Versand zu verschicken. Also 1997, mega innovativ. Also heutzutage, jeder, der eine Firma gründet, macht sofort natürlich auch Versand oder vielleicht auch Online-Shop. Damals natürlich was ganz Spezielles. Und man muss dazu sagen, also wirklich, also innerhalb von den ersten paar Monaten gab es auch sogar schon einen Online-Shop. Also war wirklich der Vorreiter, aber das waren wirklich noch die Steinzeiten von Internet. Da habe ich mir googeln und buchstabieren lassen und irgendwo einen Zettel aufgeschrieben, wie schreibt man das genau? Ich versuche mal nachzugucken, da hat auch nicht jeder ein PC gehabt. Es waren wirklich abenteuerliche Zeiten. Und ich muss dazu sagen, ich hatte auch einen Katalog gehabt. Ja, also die Firma hat sich natürlich zu Hause geführt, das ist ja ganz klar, wie jeder andere Gründer. Man hat einfach Ideen, man versucht von zu Hause irgendwie zu realisieren. Genau, die erste Anzeige habe ich einfach in einem Wochenblatt gestaltet, also und ausgeschrieben. Und dann hatte ich ja auch einen Katalog gleich angeboten. Der ruft mich an. Hast du das selber? Nee. Also ich habe mir nicht getraut, die ersten Anzeigen waren wirklich mit mir. Also ich hatte ja kein Model, ne? Ich habe mein Gesicht genommen, habe gesagt, ruft bitte an und bestellt ja einen Katalog. Und mein Katalog war, ruft nicht an. Naja, ich stand ja hinter dem Produkt. Ja, und mein erster Katalog war wirklich eine einfache Excel-Tabelle. Ein A4-Blatt mit einer Excel-Tabelle drauf, fertig. Ich habe mich da auch nicht geschämt, das rauszuschicken. Die Leute haben auch bestellt, ne? Also war alles gut. Ja. Das ist dazu. Und natürlich, also jeder, der irgendwie selber was macht oder so ein Künstler ist, wahrscheinlich wie du, ne, dann macht man auch alles selber. Das ist logisch. Ne? Also man muss sich für sich Werbung machen, man muss sich um Kunden kümmern, man muss auch um seine Abrechnung kümmern, also um alles. Deswegen ist es natürlich so eine Mädchen für alle Phase gewesen. Und ich hatte mal 3 bis 6 Bestellungen am Tag, da war ich total glücklich. Also ich habe eine Kollegin mit, die weiß, wie das heute zum Beispiel aussieht. Also da lacht sie natürlich, ich habe 3 bis 6 Bestellungen, ich war total erfüllt. Ich kannte alle meine Kunden namentlich, ich wusste auch von jedem, was sie für Produkte bestellen, welche Stärke, ob sie einen Hund oder eine Katze haben, und das war eigentlich natürlich total persönlich. Ja, aber irgendwann ging es dann doch weiter. Also genau, das war ja eigentlich alles ziemlich wunderbar und ich war, wie gesagt, mit meiner Welt total zufrieden und eines Tages, irgendwie nach so 3-4 Wochen, hat ein Hersteller angerufen bei mir und hat gesagt, Herr Frau Weichig, ja, Sie sind bei uns jetzt Kunden seit neuestem, so ein großer Hersteller, der Kontaktlinsen an uns rausschickt. Sie haben ja bei einem Kontaktlinsenversand. Und ich natürlich total stolz, Mensch, ich bin ja so kurz auf dem Markt und Sie wissen schon Bescheid, ist der Wahnsinn. Ich sage, ja, wir haben einen Kontaktlinsenversand. Sind Sie Augenoptikerin? Nein, wir dürfen Sie nicht mehr beliefern. Okay, also es war quasi ein Stopp und dann stehst du da und denkst, was machst du jetzt? Also weil damals, zu damaligen Zeiten, musste man halt, also waren die Bedingungen noch ganz anders und von jetzt auf gleich konnte ich nichts mehr bekommen. Ich hatte meine 15 Kunden, die auf ihre Lieferung gewartet haben und ich hatte nichts, was ich verschicken konnte. So, na klar, also es ist ja aus heutiger Sicht 15 Bestellungen ja gar nichts, ist ja nicht viel, aber ich konnte es ja nicht machen und wir erinnern uns, es war eine Anzeige mit meinem Gesicht in der Zeitung. Es war mir auch peinlich irgendwo, das einfach mal zu schließen und ich habe einfach nach Wegen gesucht, nach verschiedenen Aussichten gesucht. Also was macht man da? Na klar, also der erste Gedanke, rennst du durch die Stadt und versuchst mal Kooperationen in einem Optiker zu finden. Sie fanden das gar nicht cool, also weil sie sahen in mir einfach eine Konkurrentin, logischerweise. Und das war ja gar nicht so ohne, aber eine Dame hat gesagt, okay, machen wir.
Und ich bin ja bis heute natürlich sehr dankbar. Also weil so konnte ich dann die nächsten, glaube ich, 2-3 Jahre sogar gut überbrücken. So, der hat quasi in meinen Namen bestellt und ich habe das bei ihr dann abgekauft. Ja, also es konnte weitergehen. Und solche Sachen, die passieren natürlich irgendwann dauernd. Da manchmal kleine Sachen, dann größere Sachen. Also und das will ich einfach nur damit sagen, ja, einfach, man muss einfach mal eine Lösung immer wieder suchen. Ja? Man kann jede Zeit aufgeben und aussteigen, man kann aber auch weitermachen. Irgendwann, also 97, habe ich die Firma gegründet, da ging es so ein bisschen hin und her. So irgendwann zwischen 99 und 2000 habe ich die erste Mitarbeiterin gebraucht, die bis heute noch bei uns in der Firma, also ist wirklich die Dienstälteste, also nicht vom Alter, sondern vom Dienstgrad. Eine sehr, sehr treue Kollegin und Mitarbeiterin. Genau, und irgendwann haben wir auch angefangen, nicht nur nach Deutschland, sondern auch in diese Dachländer zu versenden, nach so Deutschland, Österreich, Schweiz. Da kam auch schön der Umsatz. Also wir sind auch umgezogen, endlich mal von zu Hause in das offizielle Büro auf 120 Quadratmeter. Das war Wahnsinn, es war extra Lager und extra Büro. Das hatte ich vorher nicht. Ich habe zwischen meinen Kisten geschlafen. Und genau, und dann war es schon ein Umsatz von über 1 Million Euro. Also es war wirklich, also hat sich ganz gut entwickelt. Und da war schon der Gedanke, wenn man natürlich viele Leute dann einstellt, also gerade so Kundenservice-Mitarbeiterinnen habe ich meistens gebraucht, da muss man die irgendwie schulen, ausbilden und alles beibringen. Und da war schon der Gedanke, gleich von Anfang an so eine Art Akademie zu gründen, also wo man halt die Weiterbildung und Ausbildung der Kollegen macht. Ja, und dann sind wir dann so die 10 Mitarbeiter Design bekommen, was auch bis heute noch aktuell ist. Wir sind noch umgezogen, auch schon 600 Quadratmeter. Man sieht allerdings so im Hintergrund die schönen IKEA-Regale und IKEA-Stühle. Also es ist immer noch so ein bisschen halb professionell. Gibt es eine Kooperation? Mit IKEA? Nee, also ich glaube, da gab es wahrscheinlich viele solche wie ich, die dann immer mal was gewuscht haben. Ja, aber wir waren da trotzdem ganz stolz, also weil wir hatten schon mehrere Büros, das war vorher gar nicht der Fall. Ne? Und das ist so ein Versandhandelstreff haben wir da organisiert, haben die Kollegen, die dann sich auch dann mitentwickelt haben, haben uns besucht und haben alles angeguckt, oh, was habt ihr hier gemacht, wie sieht dieser Regal aus, brauche ich auch so bei mir. Also das hilft dann schon im Austausch. Ja, dann über Internet kann man sich auch nicht verschließen. Dann haben wir schon ungefähr 15 andere Länder dazu genommen, wo wir die Ware versendet haben. Und der Umsatz hat sich nochmal mehr als verdoppelt. Und auch die Mitarbeiter. Ja, da standen wir total hinter Orange, wie man sieht. Also weil das haben wir ganz frisch bekommen und wir sind da, also die Farbe haben wir geliebt. Das war dann manchmal schon ein bisschen fast zu viel. Weil selbst die Mädels, sie haben dann die Ohrringe, die, weiß ich nicht, die Gürtel, Schuhe, alles in Orange getragen. Und dann habe ich gesagt, Mädels, jetzt kann ich nicht mehr sehen. Jetzt mach doch bitte auch mal eine andere Farbe. Ja, und dann haben wir auch sogar noch eigene Marke dann für uns entwickelt. Also die, natürlich auch in Orange. Also man muss sich vorstellen, damals war es auch wieder extrem innovativ. Also es war alles, so, alles mit Kontakten, so ein bisschen blau, weil es so durchsichtig für Wasser. Und wir kommen in knalligen Orange. Und die Marke, die also für Kontaktlinsen, Pflegemittel und Accessoires, die haben wir auch natürlich in diesen Farben auch gestaltet. Und das trägt den Namen Good Morning, weil man wacht ja auf, tut man die Linse ins Auge, guckt sich in den Spiegel, Good Morning, Good Morning. So, so kam das hier. Ja, wo steht denn Lenzfeld heute? In Leipzig, nach wie vor. Hängt natürlich damit zusammen, dass ich in Leipzig wohne und auch hier bleibe. Und das ist inhabergeführt seit 1997, das hat sich da gar nicht verändert. Also wirklich eine der wenigen Firmen, die seit Beginn an auch beim Inhaber geblieben sind, nicht verkauft worden sind, keine Beteiligung, keine stille Beteiligung, kein gar nichts. Das ist wirklich alles aus eigener Kraft sich entwickeln. Wir haben ein Team aus ungefähr 35 Mitarbeitern, auch sehr, sehr gemischt, von 16 bis fast 60-Jährigen, auch aus verschiedenen Ländern, muss man auch dazu sagen, und versenden in ungefähr 26 Länder Europas. Also Schwerpunkt ist trotzdem noch deutschsprachig, aber die Länder haben wir auch schon beliefert. Unser Internetshop ist inzwischen in 4 Sprachen,
Deutsch, Englisch, Französisch, Russisch und die Sprachen können wir dann eigentlich auch im Service auch ganz gut bedienen. Ja, wie sieht der Prozess denn aus, wie man an Kontaktlinsen rankommt? Und zwar, wir haben nur eine Schwierigkeit, sage ich mal, der Kunde muss Kontaktlinsen schon tragen. Ne? Also wenn ich nur eine Brille habe, dann kann ich jetzt nicht sagen, okay, ich habe jetzt minus 2, gehe ich ins Internet, nehme irgendeine Linse, eine Minimu, also die minus 2 passt schon. Nein, also muss schon erstmal zum Fachmann gehen, die Linse anpassen lassen, sich auch kurz beraten lassen, sich informieren und dann kann ich dann schon auch im Internet Kontaktlinsen bestellen. Ja, und wir haben natürlich Shop, Katalog und unser Hotline, wo jetzt die Bestellung sofort bearbeitet wird. Die geht dann auch sofort ans Lager bei uns, wird für Standardprodukte sofort verpackt, sodass am nächsten Tag natürlich der glückliche Kunde die Sendung auch in der Hand hält. Unsere Markenstruktur hat sich auch schon seit dem Zeitpunkt auch vergrößert. Also wir kommen ganz standardmäßig ursprünglich aus diesem B2C-Service. Also das heißt, wir beliefern Business to Customer, wir machen Endverbrauchergeschäft, wir beliefern unsere ganz normalen Kunden. Aber inzwischen haben wir auch schon auch viele Handelsmarken entworfen. Also diese Good Morning-Serie und die Good Morning-Familie ist sehr, sehr bekannt und beliebt. Wir haben aber zum Beispiel auch eine sehr spannende Marke kreiert, Dark Spirit. Das hat uns dazu unser Wave Gothic-Treffen hier in Leipzig animiert, also weil es halt auch weltbekannt inzwischen ist. Und da haben wir gedacht, was Schönes können wir für die Menschen dann auch machen. Also es ist eine sehr, sehr schöne Marke. Auch für Fußballzeiten haben wir sogar so eine Kombilösung Finale gemacht. Also da kaufen natürlich gerne auch die Herren dann auch so eine Kombilösung. Sie wollen dann im Bad vielleicht mal irgendwas Cooles stehen und nicht so eine langweilige Kombilösung. Also da versuchen wir auch ein bisschen kreativ zu sein. Ja, und wir haben natürlich auch Kontakt in diesem Studio direkt bei uns. Also falls jemand Interesse hat, also gerne kann er auch vorbeikommen, sich beraten lassen. Ich muss dazu sagen, wir haben wirklich top Fachfrauen bei uns. Also da kommen die Leute aus ganz Deutschland und die Kunden, also das habe ich wirklich noch nicht erlebt, ob das üblich ist oder nicht, ich weiß es nicht, aber die Kunden, die fühlen sich dermaßen verbunden mit uns, dass wenn sie irgendwie in Leipzig sein sollten, die kommen tatsächlich vorbei. Wir haben schon wirklich einige Besuche von Kunden und jetzt neulich hatte ich auch gestern auch dieses Telefonat, also manche, die schon so länger dabei sind, da wollen sie unbedingt Geschäftsführerin sprechen und so, ja, und ich komme wohl irgendwann mal rum und dann möchte ich das unbedingt mal sehen, wie das so ist bei Ihnen. Also das ist so toll. Okay. Freuen wir uns natürlich, ne? Dann haben wir wirklich das geschafft, was man persönlich nennt, ne? Also man macht einen Eindruck einer sehr, sehr großen Firma, aber dennoch sehr, sehr persönlich und das ist das, was ich eigentlich auch für sehr, sehr wichtig halte. Ja, und da wir so total fleißig waren, alle zusammen in unserem Team, haben wir auch ganz viele Preise abgesagt letztes Jahr. Fast 20 Jahre harte Arbeit und letztes Jahr hat sich das so wirklich auch irgendwie gelohnt. Wir haben auf vielen Ebenen, von lokal bis Deutschland und Europa, ne? Also lokal haben wir den Marketingpreis Leipzig gewonnen. Es war einfach toll natürlich auch hier in Leipzig dann auch präsent zu sein. Also deutschlandweit gab es für unser Shop ein Shop Usability Award und da war unser Marketing-IT-Chef einfach in München, haben natürlich diesen Preis abgeholt und das Höchste, so meine Karriere, sage ich mal, war so ein Preis oder Auszeichnung von direkt von der Europäischen Union, wo sie dann aus verschiedenen 28 Ländern jeweils nur ein Unternehmen rausgepickt haben und haben gesagt, okay, also das ist eine Auszeichnung Digital Icon. Und für Deutschland war das Lenspirit. Also das war wirklich unheimlich, da waren wir unheimlich stolz. Und da habe ich dann auch in Neapel, da war zu diesem Teil, also Konferenzen in Neapel, da habe ich sogar Lenspirit vorstellen dürfen. Ja, es war so ein einmaliges Erlebnis, also wo dann die ganzen abgesandten Minister oder wer da alles so ist, da sitzen und dann komme ich raus und sage erstmal nur zwei Sätze auf Englisch, weil ich wollte Deutsch reden, ich wollte mich wohlfühlen. Und dann alle im Chor ziehen dann plötzlich dann die Kopfhörer an und lassen sich das simultan übersetzen. Genau, und weil wir ja beim Startup hier sind, also dachte ich mir, ich stelle einfach mal so die Frage, was denkt ihr, also ich mache mal ihr, also du, also wir sind ja unter uns, warum entwickeln sich manche Ideen, warum
Wert aus, manche Ideen, ein Unternehmen oder irgendwas Nachhaltiges und warum bleibt halt manchmal nur eine Idee? Also das wollte ich einfach so mal in die Runde mal fragen. Habt ihr eine Idee, warum das so ist? Die Idee, wenn die durchschlagend ist, also wenn man sich damit assoziiert mit der Idee, dann wird die sicherlich erfolgreich, wenn der Kunde quasi sich darin entdeckt in der Idee, denke ich mal, dann, also das muss immer irgendwas hängen bleiben, ne, beim Kunden, ja. Dann könnte das im Markt sich durchsetzen. Ich sage mal, die Idee, aber es muss eben auch Gefühle transportieren. Das macht ja eigentlich Lens Spirit, da werden ja Menschen... Das ist Menschen unabhängig von Lens Spirit, ja. Aber es kann ja sein, dass hier Also ich sage mal, es ist immer gut, wenn man eben die Sinne quasi anspricht mit einer Idee, dann denke ich mal, kann das, also je mehr Sinne man erfasst, also es gibt ja hier diese Theorie, dass man eben so viele Sinne wie möglich quasi ansprechen soll, also anfassen und sehen, und ich denke mal, wenn man das berücksichtigt, hat man guten Erfolg. Okay. Hat noch jemand so Gedanken? Ja. Viele. Was ist bei Ihnen? Ich habe mich gar nicht alle zu sagen, aber ich glaube, dass eine durchschlagende Idee die ist, an die man selber mit vollem Herzen dran glaubt. Also denkst du, dass es halt an die Idee selber abhängig ist? Also, nein, also es ist immer von dem, der die Idee hat, abhängig. Es gibt viele, die vielleicht durch ihr äußeres Umfeld nicht so stabil sind, von vielen Leuten dann immer sagen, oh, ob das geht, ob das wirklich ist. Die hinterfragen sich und sehen damit selber Zweifel in sich. Und wenn du dann nicht mit deinem ganzen Herzen und mit deiner Seele dran glaubst, dann bist du auch nicht mit der nötigen Energie an der Idee, auch nicht die Idee so umzusetzen, wie sie vielleicht das verdient hat, umgesetzt zu werden. Also ich habe das auch aus eigener Erfahrung, also ich habe einen ganzen Eimer von Ideen, frage ich immer noch mit mir herum. Einige habe ich verwirklicht. Ich habe auch selber gemerkt, mit welchen Energien ich welche Ideen verwirkliche, und so spiegelt sich auch der Erfolg. Ja, danke. Hat noch jemand was zu sagen? Ein, zwei, unser Neuzugang? Thomas. Genau. Aber das ist im Prinzip genau das richtige Thema. Und da war im Prinzip die Hoffnung, dass das am 01.01.2016 in Kraft tretende Präventionsgesetz für den einen oder anderen, ich sage mal vorsichtig, notleidenden Physiotherapeuten in größerer Topf bereitsteht aus den Krankenkassen. Und wir selbst haben, also ich habe selber die Familienfreundin gegründet, 2006 genau, nachdem wir 2005 das Konzept entwickelt haben, und wir beraten Unternehmen dabei, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu organisieren. Und 2005, da erinnern sich vielleicht noch einige dran, da war das eher so à la Schröder, Familiengedöns, hat eigentlich noch keinen so richtig interessiert. Und wir haben aber an unsere Idee geglaubt und haben die durchgesetzt. Wir waren vier Gesellschafter am Anfang. Zwei sind inzwischen zeitlich verloren gegangen, aber das ist manchmal so. Zwei sind es jetzt immer noch und die bleiben der Idee treu. Und wir haben das große Glück, im Prinzip jetzt jeden Tag die Zeitung aufzuschlagen und unser Thema zu lesen. Also überall geht es darum, dass Menschen besser arbeiten sollen. Selbst eine große Personalermesse heute erst ist die gestartet. Da geht es also auch um Personal, um Arbeiten 4.0, die ganzen Themen, sich wirklich mit seinem Konzept identifiziert und inhaltlich an dem Thema dran ist. Also nicht, um dann später mal den Exit à la Heinrich hinzulegen, sondern an seine Idee glaubt. Dann muss man sicherlich auch dem einen oder anderen Gegenwind standhalten und zu sagen, hey, doch, das ist genau das, was ich tun will, und ich bin fest davon überzeugt. Das ist, glaube ich, so der Wille zum Erfolg manchmal. Ja. Ich finde es faszinierend. Wir sind wirklich. Herr Schwarzer, ich weiß nicht, ob vielleicht noch was dazu sagen. Ich hätte gar keine Zeit mehr zum Arbeiten. Das heißt, dass ich aufgehört habe, das ist nicht über 2003. Ich habe ja hier in den Kiez gewohnt, ich kenne diese Räumlichkeiten noch als unsere Lieblingsgaststätte, wenn wir nach dem Theaterbesuch hier rein sind. Ich habe damals mal Bier getrunken und Hackebeere gegessen. Das war eine richtig schöne Wohngebietskneipe. Und habe dann, wo ich aufgehört habe, als Lehrer gesagt, ich brauche etwas, wo ich mit Menschen zu tun habe. Da habe ich angefangen zu schreiben.
und haben sie erstmal so langsam so das Revue passieren lassen. Und mit einem Schlag hintereinander kam das dann. Dann habe ich mir einen Verlag gesucht, der auch bezahlbar ist. Ich bin dann nicht irgendwie Sabine Ebert oder wie auch immer, die da 100.000 Exemplare kaufen kann. Und da kam ich auf den Engelsdorfer Verlag. Und das ist ein kleiner Verlag, der im Prinzip sich auch etabliert hat, damit, dass er mit 60 Exemplaren. Und bei jedem Klassentreffen ging das dann weg. Ging eins nach dem anderen dann weg, kam dann wieder mal, dann musste ich wieder nachbestellen. Und dann kam das zweite Buch, unter anderem dann die 110 Meter über LE und LE für Leipzig, mit dem viel im Wandel geschehenen Namen des Uni-Riesen. Nicht als Leipziger, mehr als Leipziger ist, für den ist das der Uni-Riese. Und nicht der Panorama Tower, City Tower oder wie auch immer, in wie viel Händen der ist. Und da hängen Erinnerungen dran. Und da kam natürlich dann auch damals die ganze Geschichte mit den Wasserwerken, wo dann hier so Geld verzockt worden ist, was eigentlich wurde. Und die Oberbürgermeister natürlich genau wusste, was Sache ist. Also dann haben wir die runtergeschrieben und jetzt haben wir natürlich dann das Ergebnis. Ja. Und da entstand mit dieser Name und als letztes kam dann später nachher die Geschichte, wo ich dann ein bisschen die Messegeschichte recherchiert hatte, wie ich ehrenamtlich noch tätig bin, deswegen sage ich, ich habe gar keine Zeit mehr zum Arbeiten. Ich habe viel ehrenamtlich an der Backe und bin, wie gesagt, heute im Knast gewesen und bin nächste Woche schon wieder zweimal draußen. Betreuere Gefangene, die keine Lobbyblasen haben. Ja, und wenn ich dann so hören muss, am Samstag war eine Podiumsdiskussion, dass alle von dem Arbeitskreis Resozialisierung, die dafür verantwortlich sind, dass Leute wieder mal den Fuß im Boden oder die Füße bekommen. Und die haben eine Wohnung zugesagt bekommen. Und die haben etwas aus sich, ist gecancelt worden. Zack, weg. Ja. Warum die Situation ist zurzeit jetzt? Da verschwimmt einen dann der Kram und sagt, das kann doch nicht wahr sein, dass Verträge, die existieren, wegbrechen. Das war natürlich, das ist ein ziemlich harter Spiel. Und da kam dann so die Geschichte dann über die Musik, Musikgeschichte Leipzig. Und das war dann das dritte Buch, und das ist dann so ein bisschen die leisen Töne, heißt das Titelbild, aber die liegen stärker als lauter Klang. Da habe ich dann so ein bisschen angefangen, mal so über Bach zu recherchieren, weil ich liebe Bach und liebe Wagner. Und da kam etwas, was einmalig ist, das ist noch nie gewesen. Und da habe ich dann die FAZ als unserem Bereich angeholt, das Weihnachtsoratorium von Bach hinter Gitter. Es ist zweimal da draußen aufgeführt worden, mit einem riesen Erfolg, aber eben völlig anders. Das ist wieder ein anderes Klientel. Die haben eben dann nach jeder Arie, nach jedem was weiß ich was, Violinsolo, haben die gepfiffen und geklatscht und getrampelt. Und da ist dann das dritte Buch entstanden. Da habe ich sehr, sehr viel zu tun. Ich betreue also schon seit 12 Jahren Gefangene, die eigentlich sonst keine Lobby haben. Die sind dankbar, dass jemand da ist, der einfach zuhört oder vielleicht noch mal etwas tun kann. Ich erlebe natürlich auch eine Enttäuschung. Ich habe einen jungen Mann, so wie Sie oder wie Sie, so, den betreue ich schon seit 5 Jahren und bin froh gewesen, dass er jetzt eventuell entlassen worden ist. Er ist auch entlassen worden im Mai, aber der Kontakt ist auch noch. Svetlana, wolltest du noch was jetzt sagen? Ich würde mal noch... Das, was du ganz am Anfang mitgesagt hast, also zu eurer Entstehungsgeschichte, Thema Optikerlizenz oder Optikerexpertise, das ist ja ein bisschen anknüpfen daran, also sich auch von diesen, gerade in Deutschland, so harten regulatorischen Vorgaben da nicht unterbringen zu lassen. Das hatte Thomas heute erst im Hinblick aufs Livestreaming. Du warst, glaube ich, Thomas, also vom Mai, Mitte Mai in Artikel von Bild.de, glaube ich, den du geteilt hattest, zum Thema Rundfunkstaatsvertrag, dass da eben diese Frage aufgeworfen worden ist oder aufgeworfen wird aus juristischer Sicht, dass ja laut Rundfunkstaatsvertrag all diejenigen, die mit einer Live-Übertragung oder mit Übertragung mehr als 500 Zuschauer sozusagen erreichen können, pro forma eigentlich eine Rundfunklizenz bräuchten, was natürlich für das Thema Livestreaming, was jetzt seit Anfang oder Frühling dieses Jahres so ist, das ist ja praktisch vollkommener Blödsinn. Und da ist aber natürlich so die Sache, oder was heißt vollkommener Blödsinn? Es passt sozusagen, es passt dann nicht mehr so zu dem, sozusagen, was die technischen Gegebenheiten angeht. Und da ist natürlich so das Ding, da hat man jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder man sagt, okay,
ich warte jetzt so lange, bis da irgendeine rechtliche Sicherheit da ist, aber dann kann ich wahrscheinlich warten, bis ich schwarz werde, oder ich mache einfach. Und das hast du ja auch gesagt, wie ihr oder wie du damals angefangen hast, einfach losgelegt. Und ja, gut, dann kommt halt irgendwann klar. Ja, manchmal ist es halt die Unwissenheit. Das ist auch, weil ich meine Gründungsphase vielleicht ganz gut. Also wenn man dann alles wüsste, schon vorneweg, ne? Also dann fängt man erst gar nicht an. Deswegen finde ich manchmal so die ganz ausdetaillierte und ausgeklügelte Businesspläne manchmal gar nicht so gut. Ne? Also wenn man manchmal selber so anfängt und einfach mal wirklich dem Herzen folgt und macht, dann wird das auch natürlich richtig. Und was ich eigentlich bei allen hier gleich höre, ich habe für mich jetzt die wichtigsten Punkte rausgegriffen, wo ich glaube, jeder sich auch daran wiederfindet, warum aus einer Idee dann wirklich doch ein Unternehmen wird oder eine nachhaltige, was etwas Nachhaltiges, ne? Also ein Unternehmen, also eine Unternehmung, es ist egal was. Und also ich habe für mich auf Platz 1 die Hartnäckigkeit gestellt. Weil ich glaube, es ist wirklich, man kriegt so viele Rückschläge, man kriegt so viele Fragen aufgeworfen, man steht vor so vielen Bergen und Stolpersteinen, dass man natürlich wirklich eine unglaubliche Hartnäckigkeit und dieses Vermögen da aufbringen muss, auch mal ganz neue Ideen zu nehmen und drumherum zu laufen, um jetzt endlich mal doch dahin zu kommen, wo man hin möchte. Ne? Und ich denke, jeder nickt ja, also jeder weiß, wovon ich spreche. Ne? Also die Hartnäckigkeit pur ist das, was eigentlich antreibt. Und ich habe eigentlich auch mal in einem Interview habe ich gesagt, ich bin ein Optimist durch und durch. Ich kann gar nicht anders. Also ich muss immer daran glauben, dass es irgendwie geht, diese Probleme zu lösen. Es geht immer. Irgendwie geht es immer. Darf ich noch die Überleitung machen? Und zwar, es gab einen Artikel, glaube ich, in der Super Edu, oder war es in der Bild, wo Deutschlands erfolgreichste Frauen porträtiert wurden. Da warst du mit dabei und auch die Frau Wischhusen, also Steiner, wie heißt sie jetzt, glaube ich. Und das wollte ich bloß nochmal anknüpfen, weil doch heute auch die Höhle der Löwen läuft, 20:15 Uhr auf Vox. Ich hatte das auch so angekündigt im Internet. Die Höhle der Löwen folgt dem Start-up-Café nämlich auch. Ganz offiziell bei Twitter. Und jetzt gebe ich wieder das Wort an dich zurück. Okay. Ja, an Punkt 2 habe ich mir gesagt, okay, die Hartnäckigkeit ist schön und gut, die reicht aber ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr aus. So, das heißt, irgendwann steht man da und sagt, ich muss mir Wissen aneignen. Also und einhäufen, einsaugen, egal wie. Also weil man muss halt wirklich das Stück für Stück, so wie man das merkt, jetzt fehlt mir hier ein Wissen, okay, muss ich mal machen, jetzt fehlt mir hier ein Wissen und man darf halt auch die Augen nicht verschließen. Also manche mögen ja diesen Bereich, die anderen lieber das und sagen, das macht ja mein Partner oder irgendjemand. Also das funktioniert halt nicht. Ich bin jedes Mal auf die Nase gefallen, wenn ich irgendeinen Bereich vernachlässigt habe. Und deswegen steht für mich jetzt das hier am Platz 2, also dass man wirklich Leben lang lernt und wenn man das, glaube ich, verstanden hat, das macht man dann irgendwie auch gerne auch die Punkte, die man, oder eigentlich auch die Themen, die man irgendwann nicht gerne hatte, irgendwann liebt man die. Also muss man nur ganz langsam und behutsam sie angehen, dann liebt man sie auch. Ja, Punkt 3 ist Verantwortung. Und damit meine ich eigentlich nicht jetzt die Verantwortung, die jetzt wahrscheinlich jeder sofort denkt und sagt, na klar habe ich Verantwortung für meine Firma, ich habe die ja gegründet und natürlich verstehe ich das. Ich fasse die Verantwortung ein bisschen größer. Das bedeutet, das ist total egal, ob ich Konkurrenz habe oder nicht. Das ist total egal, ob dann rechtlichen Sachen irgendwie gerade schwammig formuliert sind oder nicht und ob ich vielleicht mal die grauen Wege gehen muss. Es spielt überhaupt auch keine Rolle, ob ich genug Mitarbeiter, nicht genug Mitarbeiter habe, steht dann jemand hinter mir, steht keiner hinter mir. Also, ich muss für diese Idee und für mein Leben die Verantwortung übernehmen und ich muss persönlich dann auch diesen Weg suchen. Und da ist keiner dafür mehr verantwortlich. Es gibt natürlich immer Menschen, die so sagen, ah, aber der Mut ist ja falsch aufgegangen, deswegen klappt es nicht. Oder die Konkurrenz ist gerade so stark und jetzt die haben aber viel mehr Geld als ich. Und es gibt immer eine Million Ausreden, warum das nicht laufen kann. Also die alle spielen überhaupt keine Rolle. Und das muss ich irgendwann wirklich vor Augen halten und sagen, gut, also dann wachse ich halt aber langsam, mit ganz bewussten Schritten. Und diese Verantwortung muss man sich erstmal überhaupt nehmen. Ganz bewusst nehmen.
Kontrolle. Ja, also Kontrolle bedeutet ganz einfach irgendwann, also muss man dann sagen, okay, ich habe mir das vorgenommen und ich kontrolliere, ob ich das erreicht habe. Und irgendwann ist man auch nicht allein. Also am einfachsten geht es dann, oder was heißt am einfachsten, also wenn man noch allein viele Sachen macht, dann kontrolliert man sich ja selber, man muss auch von niemandem dann verantworten, man muss auch mit niemandem kommunizieren. Sobald dann ein, zwei, drei Mitarbeiter da sind, entstehen natürlich ganz andere Kommunikationswege, ganz andere, ganz andere Anforderungen. Also ich musste sagen, also als ich meine ersten zwei, drei Mitarbeiterinnen hatte, also ich musste unheimlich wachsen, ich musste unheimlich an mir arbeiten. Das war für mich ganz, ganz schwer. Und wenn da jemand, keine Ahnung, Hilfe braucht, Fragen hat, kann ich mich gerne dann separat dazu fragen. Aber am Ende, also wenn man sich Ziele vorgenommen hat, wenn man irgendwelche Strategien als seine Firma vorgenommen hat, dann muss man halt als Gründer, als Chef, als Ideenträger immer und immer wieder der Fokus nicht verloren geht. Ne? Also so klang es für mich. Ne? Also ich halte diese vier Punkte für ziemlich wichtig. Sind meine persönlichen Rezepte, deswegen spreche ich auch für die und stehe hinter jedem Einzelnen. Und da hatte ich einfach auch die Frage, wie kann ich dann euch helfen zu wachsen? Oder wenn das Livestream ist, vielleicht gibt es andere Startups, die gerade sich gegründet haben oder in der Wachstumsphase sind oder in einer Phase, wo sie nicht wissen, wie sie weiterkommen. Deswegen ist auch die Frage, kann ich irgendwie helfen? Genau. Stellt gerne auch Fragen an mich. Und kann man im Nachgang Fragen an dich noch mailen oder über euren Twitter-Account zum Beispiel vielleicht eine kleine Kommunikation aufbauen? Mhm. Wäre das eine Möglichkeit? Also wir haben also direkt gerne über Lensbury Twitter-Account, wir haben auch unser Social Media Dass man das vielleicht so macht, dass man das ein bisschen kanalisiert im Nachgang, falls doch Fragen kommen sollten, wird das nochmal kommunizieren via Startup Café Account und er sicherlich mit seinen 50.000 Followern dann auch nochmal. Gesagt, dass wir auf Xing extra für das Startup Café eine Gruppe, eine Fragegruppe einrichten. Ach, das habe ich dann direkt auch. In die Xing-Gruppe Fragen an Lenz wäre, dann auch seine Fragen stellen kann. Machen wir das darüber auch? Kann man ja auch mit kommunizieren? Man kann es ja verbreiten und teilen dann. Und ansonsten möchte ich einfach noch ein paar Themen hier zeigen, also zu denen wir gerne Vorträge, Workshops halten können oder die Leute einladen können oder dass du das einfach mal Schirm hast, alles gerne anbieten, falls jemand Interesse hat, dass sie sich dann zu diesen Themen auch melden, zum Beispiel Unternehmensführung, Unternehmenskultur, das ist jetzt auch in aller Munde, also da werde ich auch ganz oft gefragt, zum Thema Unternehmenskultur zu sprechen, weil auch bei Startups scheint das extrem wichtig zu sein. Die ganzen Organisationen, Strukturen im Unternehmen, Mitarbeiterrekrutierung. Ich kann wirklich zu jedem einzelnen Thema ganz lange reden, deswegen ist es hier noch ganz kurz. Mitarbeitermotivation, also Marketing in allen Facetten, also alles, was möglich ist. Also da können wir auch den Experten von uns schicken. Neukundengewinnung oder Stammkundenbetreuung, SEO, SEM, alles, egal was. Ne? Also die ganzen Social Media Themen können wir auch natürlich hier präsentieren. Und deswegen seid offen, fragt, wenn Bedarf da ist, wir helfen dann auch gerne. Bei einem zweiten Event würdest du da zur Verfügung stehen oder jemand von Lens Spirit? Ja, klar. Das machen wir gerne. Ne? Okay. Also wie gesagt, wenn jemand sich da engagiert, also dann machen wir das auch mit. Ja, und wir sind auch ein bisschen sportlich engagiert und freuen uns, da sind wir. Und ihr seid dann natürlich auch herzlich eingeladen, natürlich direkt zu uns im Kontaktlinsenstudio oder auch einfach, könnt gerne auch eine Firmenführung vereinbaren, wonach es euch ist. Wir stehen genau für euch gerne zur Verfügung. Und ich wollte noch zum Ende vielleicht doch noch einen Film von uns zeigen. Ne? Warte, ich komme. Eine Zwischenfrage, wer hat den Film gemacht? Unser Praktikanten. Wir haben ab und zu mal so Schülerpraktikanten. Und es waren so zwei Jungs von 16 bis 18, also wirklich junge Kerle. Und sie haben, glaube ich, zwei Monate bei uns. Ja, das ist der Weg des Päckchen. Genau, zwei Monate bei uns gearbeitet und haben gesagt, sie haben zwei Jahre.
Scheu sein. Einfach eintreten. Wach auf, Adler Krieger,
Regenbogenfahrt. Vom Regenbogen ist es nicht weit, in deine Sterne zu schauen, den Mond auszuchecken, in dir ein unendliches All zu entdecken, die Wogen zu glätten, deine Flügel zu füllen, den Kopf dir mit lebender Weisheit zu kühlen, dein Herz aufflammen zu lassen, rücksichtslos Liebe zu säen und wie ein Orkan durch die Wüste zu wehen, dich regnen zu lassen, wenn du traurig bist, weil du mit den anderen die Einheit vermisst und so jeder Tropfen den Planeten küsst. Ach, wie gern ich wüsst, wie weit es bis zum Regenbogen noch ist. Das folgende Lied ist stammt von Tori Amos und es heißt Mr. Seabrewer. Hello, Mr. Seabrewer, can I have your sweater? 'Cause it's cold, cold, cold in my whole, whole home. Ratatouille is 2 to 9. Sometimes she's a friend of mine with a gigantic whirlpool that will blow your mind. Hello, Mr. Cigara, ran into some fires I dial. Very much, it's marginal. She thinks she's Kaiser Wilhelm or a civilized syllable to blow your mind. Figure it out. She is a good time fellow. She got a little fun to fight for mommy Fanny's rights. Figure it out. She is a good time fellow. Too bad the burial was premature, she said, and smiled. Schwarzer, bitte. Ja, ich habe ja vorhin schon einiges dazu gesagt. Ich habe überlegt, das sind sämtliche Eulen verflogen. Das ist das, was für viele ältere Bürger auch vor allem und auch junge Bürger ärgert. Das also, wenn wirklich mal hier ernst ist, es dauert viel zu lange. Aber das ist eine andere Geschichte. Ja, dann habe ich dann angefangen, wo ich aufgehört habe, zu schreiben, was gesucht mit Menschen. Da gab sich meinethalb der Caritasverband, gut, war also Referendum, konnte man hingehen, ich bin dann neugierig gewesen, Gefangenenbetreuer. Meine Frau hatte Angst, ich sage, Gott, du im Gefängnis. Ja, da habe ich mir das angehört und habe bloß gefragt, muss ich deswegen konvertieren? Weil ich glaube nicht an Gott, also für mich existiert was ganz anderes. Seit der Zeit bin ich in dieser Situation, dass ich Gefangene betreue, von einem Kriminellen bis zum Schwerverbrecher, von Mörder hin. Also ich gehe mit den Menschen so, wie jetzt alle sitzen. Auch heute Vormittag sitzt ein Schwerverbrecher da, an dem mir sitzt einer, der, naja, sagen wir mit Jugendlichen was hatte. Die Details möchte ich da jetzt nicht bringen. Aber die sind so wie jeder andere. Für mich ist das der Mensch. Die ganzen Prozessakten. Aber das hat mich, das brauchte ich. Und dann bin ich noch im Förderverein meiner ehemaligen Schule. Das heißt also, auch dort versuche ich das zu tun, was die Kolleginnen und Kollegen heute nicht mehr können. Die haben keine Zeit dazu. Aber manche Jüngere, die wollen es gar nicht mehr. Die haben also nicht diese Hartnäckigkeit, die Sie vorhin so schön beschrieben haben. Die machen Dienst nach Vorschrift. Das hat aber auch wieder Ursachen. Sie werden zu gering bezahlt. Was ist am Leben? Liefern wir ein Volontariat hier ab und dann gehen sie nach andere Bundesländer, wo sie dort gepackt werden. Und wenn ich dann vorhin die Nachrichten gerade noch gelesen habe, ich bin nachher nochmal, beim WDR gucke ich dann immer mal noch rein, was die so bringen. Wenn so Quereinsteiger, Mathematiker, Physiker, Chemiker oder Sport, Diplom-Leute einsteigen, die gar keine Lehrer sind, das
ist zwar eine gute Sache, aber das ist doch nicht die Lösung des Problems. Und da versuche ich mir noch ein bisschen dort mitzuwirken, dass man da was verändern kann. Denn das ganze Bildungssystem, das kommt also auch in den zweiten Teil. Dazu fragen, und ja. Zwar, weil es ja nun gerade, ich sage mal, diese ganze Flüchtlingsdebatte etc., Bildung ist ja da auch immer ein wichtiger Aspekt dabei, dass man eben sagt, viele Menschen, die hierher kommen, sind nicht gut ausgebildet. Gibt es da bei der Caritas auch einen Ansatz, dass man sagt, den Leuten vielleicht zum Beispiel die Sprache zu vermitteln oder Naturwissenschaften näher zu bringen? Das ist das auch schon angedacht worden? Das ist nicht das Teil, was wir machen. Wir machen im Prinzip nur eine intensive Gefangenenbetreuung, besonders bei denen, die entweder keine Angehörigen mehr haben oder keine Angehörigen mehr, die mit ihnen Kontakt haben wollen. Denn das passiert sehr oft, wenn jemand dann hinter Gittern ist, wird der Kontakt abgebrochen. Und wir versuchen dann allerdings auch, ich habe in meiner Arbeit da draußen in der JVA hier in Leipzig einen beigebracht, dass er von bruchstückhaften Buchstaben, die er schreiben konnte, in Schreibschrift einige Sätze schreiben konnte dann. Er ist dann entlassen worden, ist auch seinen Weg gegangen und er ist mir dann mal in der Straßenbahn begegnet. Ich kannte bloß die Stimme, ich habe dann beobachtet, ich muss hier im Kiez abholen. Da habe ich mich richtig gefreut, wenn jemand meinen Tag da den Weg, sagen wir, zurück ins Leben gefunden hat. Also das ist auch ein Teil. Und in der Schule hier vorne, die 16. Das ist ja nur eine Schule, in der gehen zurzeit 23 verschiedene Nationen an. Also ich habe in diesen Klassen selbst unterrichtet, Deutsch als Zweitsprache, kurz DAZ heißt die. Und da müssen sie erstmal so die Grundlagen kennen. Aber vor 25 Jahren war das eine ganz andere Situation, als die gekommen sind. Bei Nacht und Nebel, die haben alles stehen und liegen lassen. Das waren wenige. Die kamen mit ihrer Familie hierher und waren bestrebt und wollten. Die Frage ist jetzt, ob das jetzt auch so läuft. Denn Geld alleine kann ich unterrichten. Ich kann nicht Milliarden locker machen und sagen, so, das haben wir jetzt für die Situation, die jetzt geschaffen worden ist. Tausende sollen unterrichtet werden. Geld kann keine Behördengänge erledigen. Geld kann keine Fragebogen ausfüllen. Das müssen wir Menschen her. Und dazu sind eben sehr, sehr viele Ehrenamtliche gefragt. Und wir sind zu wenig. Es gibt sehr viele Menschen, die sagen, warum soll ich das machen? Das sehe ich nicht ein. Aber ich bin ein unruhiger Mensch, ich bin rastlos und ich bin immer gefragt. Ich finde das toll, dass Sie das machen, muss ich ehrlich sagen. Weil ich sage, ich engagiere mich zwar auch ein bisschen ehrenamtlich, aber so jetzt in dem Maße, wie Sie das machen, ich sage mal, wenn nur 10% mehr das so machen würden, ich denke mal, das wird auch unserer Gesellschaft sehr viel bringen. Ne? Weil das ja, man setzt ja viel Hoffnung auch in die Ehrenamtlichen, das kann man ja auch beobachten, dass eben vieles vom Staat nicht mehr geleistet werden kann oder der Staat es nicht mehr leisten möchte. Ne? Das merke ich ja selbst in der Schularbeit, aber das ist auch so eine Sache. Wir haben beim Caritasverband, wir machen einmal im Monat unser Treffen. Übernächste Woche ist es wieder. Da machen wir so eine Art kleines Feedback, was gibt es irgendwie so wichtige Dinge, die besprochen werden müssen. Und jemand ist da, der uns irgendwie mal so etwas über Justiz und im Wandel und alle möglichen Dinge erklärt. Und das sind vom Studenten bis hin, ich bin jetzt sozusagen die älteste Generation da, alles querbeet dabei. Und ich nehme mir meinen Teil, um einen Gefangenen zu betreuen, mal ein konkretes Beispiel, Waldheim. Waldheim ist ja nicht allzu weit von Leipzig. Ich habe kein Auto, ich fahre also mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Ich bin für eine Stunde Besuch, 8 Stunden mindestens unterwegs. Und das mache ich im Prinzip. Gibt es da Erleichterungen für Ehrenamtliche? Für 25 Euro im Monat. Das ist die Aufwandsentschädigung. Das ist auch nicht viel mehr. Das ist die Aufwandsentschädigung. Das sage ich manchmal. Unser Oberbürgermeister hat, glaube ich, 17 oder 18 Nebenjobs. Er tritt sogar mal in der Fernsehserie aus, so wie ich das diese Woche gesehen habe, war plötzlich im Krankenhaus da drin. Also hoffentlich spendet er das meinethalb im karitativen Zweck. Ja. Ja, das kann ich gar nicht, das ginge gar nicht. Und das verstehe ich eben einfach nicht, da bin ich nicht der Einzige. Und das ärgert mich an dieser Gesellschaft, die so nach dem so richtig nach Ellbogen hinaus ist, den anderen immer so schön wegzuwischen. In meinem Fall so mal, ja, das machen wir schön. Ja, du bist ja da, du könntest das. Nee, das ist eben eine Sache, das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Was jetzt ganz insgesamt so auf uns zukommt, das brauche ich noch gar nicht so zu überschauen, aber mich gab es. Würden Sie noch ein bisschen was aus Ihrem Buch vorlesen wollen? Oder? Nee, nicht unbedingt. Deswegen habe ich immer kurz umrissen, worum es eigentlich geht. Im ersten Buch mein persönlicher Werdegang, wie ich zum Lehrer geworden bin. Ja.
Und dann kommt auch die Leipziger Schachspielgeschichte so schön zum Vorschein, denn ich habe als Komparser dort einige Jahre mitgearbeitet und kenne nun so wunderbare Schachspieler, die nun schon zum Teil in die Jagdgründe eingegangen sind oder manchmal durch Fernsehauftritte bekannt sind, vielleicht eine Ware oder manchmal Günter Grabert. Sind so, so Namen, die, die einen eingefleischten Leipziger sicherlich kennt. Und wer in der Blindenbücherei mal Gang und Gäbe war, dort sind viele Leseexemplare in Blindenschrift gedruckt worden und dann auch als Hörbuch eingelesen worden. Heute ist ein Hörbuch ganz normal. Und ich habe durch meine Augen, ich erlebe auch das große Problem, wir nutzen ihre besten Linsen absolut nichts mehr. Die Makula ist nun mal langsam, geht immer weiter zurück. Aber ich habe einen guten Augenarzt, der so lange das aufhält. Da sind natürlich die ersten Geschichten mit drin. Und dann gehe ich ab überhaupt während der Studienzeit. Ich beschreibe meine Studienzeit. Und ich unterhalte mich ja nur sehr oft auch mit Studenten an der Uni hier, weil wir im Seniorenstudium schon seit Jahren dabei sind. Und vorher sind die Mathematiker oder die Juristen drin. Und da ist manchmal am Anfang der Hörsaal rappelvoll. Und nach einem Vierteljahr, knappen Semester, ja, da sind so, kann man die Leute da drin zählen. Dann kommen sie ins Gespräch. Wir schaffen das gar nicht in der fünfjährigen Regelstudienzeit. Und da fange ich dann an zu erzählen, wenn Sie mich mal fragen. Ich sage, wir haben es in 4 Jahren geschafft. Wir haben in 4 Jahren unser Studium mit dem Diplom abgeschlossen. Und trotzdem war davor militärische Lage, war Kartoffeleinsatz, jetzt zu dieser Zeit war wir im Ernteeinsatz. Genauso wie es jetzt ist, das gehört einfach dazu. Und wir haben es trotz all dem trotz Sozialismus und Marxismus, Leninismus Vorlesungen, haben wir es geschafft. Ja, da haben wir sonntags noch Unterricht und Vorlesungen. Wir haben uns damals, wo die Wende kam, vor der Wende nachher, hieß es schon immer, wenn wir doch endlich auch mal einen arbeitsfreien Samstag haben. Ja, den arbeitsfreien Samstag, den gibt es hier in der DDR erst seit 1967. Das weiß ich deshalb, weil wir in dem Jahr geheiratet haben. Und da hieß es könnte sein, dass an dem Samstag, arbeitsfreier Samstag, zum ersten Mal ist im Oktober, dann könnte das so sein. Würden Sie auf einen Freitag, den 13. heiraten? Und da hat meine Frau nicht so selbstverständlich, mein Schwiegervater hat einen. Und da hat sich das dann so ergeben. Und wenn mich heute nicht mehr macht, das heißt das immer noch mit dem gleichen. Und deswegen weiß ich, dass das also im Jahr 1967 der erste Samstag, der arbeitsfrei war, überhaupt, insgesamt, aber nicht von Lehrer, ja, die kam erst viel, viel später dazu. Das war der erste Samstag, der 14. Oktober 1967. Das hat sich dann später erst ergeben. Ich glaube, die Lehrer haben dann erst Ende der 70er Jahre das erste Mal Samstagunterricht frei gehabt. Ich war immer der Erste, der sonntags früh aus dem Haus ist. Und dann nachmittags und jetzt aufstellen, wenn vormilitärische Anzeigen kamen ja auch noch dazu. Das waren alles so Dinge, die einfach dazu gehörten. Ja, und dann kam ja schon diese Spannung, die Spannungsentwicklung in der Vorwendezeit. Und die ist dann also auch in den Buben, in den zweiten Buben drin. Wo also dann auch beschrieben ist wird. Ist das als Fortsetzungsbuch angelegt? Oder? Nee, aber insgesamt gesehen, ich habe als Trennung immer mal in dem LE hier habe ich mich dann immer so als Schüler aufsetzt. Ich habe das jahrelang gesammelt, was sie so für Stilblüten losgelassen hatten. Ne? Und es sind manchmal auch kernliche Sachen dabei. Und im dritten Buch habe ich dann versucht, ich brachte was dazwischen, habe ich mit einer Messegeschichte auseinandergesetzt. Wie Leipzig im Prinzip zur Messe geworden ist. Und da habe ich mich damals auch mit den Leuten unterhalten und gesagt, was macht denn der? Ihr reißt das Untergrundmessehaus weg und dort kommt die S-Bahn-Station hin, die am Markt ist. Ja, aber wir bauen den Portikus wieder auf. Also vorne dieses rötliche Porphyrgestein kommt wieder hin. Es ist genau so. Eigentlich keinen auf, der nicht genau weiß, wie es vorher war. Aber man hat die Konstruktion als solche erhalten. Leider hat man die Untergrundmesserhalle wegrationalisiert. Das wäre so hoch gewesen, hätte ohne weiteres noch reingepasst. Aber das sind so Geschichten, das kommt dann in den dritten Buch mit rein. Und da spielt eben auch die Musikgeschichte der Stadt Leipzig. Und da gab es auch wieder Querelen, 50 Jahre eröffnet. Und da gab es nur gerade dann die Feierlichkeiten zum Bestehen der Bundesrepublik Deutschland. Und da konnten die sich nicht einigen. Der Oberintendant konnte sich mit dem Bürgermeister einigen. Und dann haben sie doch einen Kompromiss gefunden und haben dann die Pause, in der dann die große Kundgebung und Demonstration war, so weit verlängert,
dass die Oper statt normaler 5 Stunden in dem Fall 6,5 Stunden gegangen ist. Und damit allen genug getan wurde, die konnten also auch Tausende von Balkonen oder Tausende von der Terrasse der Oper treffen und so weiter beobachten, wie das da draußen abgelaufen ist. Das sind so Geschichten, die Leipzig ein bisschen berühren und Bach und Wagner sind nun mal und gehören zu Leipzig. Und wenn ich dann so Hintergrundwissen wieder habe, dass dann irgendeiner aus unserer Stadt, ein Gastronom, eben dieses wunderschöne Bild einer Burg, was jahrelang im Foyer des Opernhauses neben der Wappenbüste stand, einfach sagt, das brauche ich. Das muss bei mir irgendwo stehen, aber nicht mal in der Öffentlichkeit. Das ärgert dann, wenn man sagt, das gehört doch dort drin, an dieser Stelle, wenn er das Leihgabe hingegeben würde. Aber es sind so Kleinigkeiten. Man kennt die Geschichte des Hauses, man kennt die Geschichte der Stadt. Ich bin in dieser Stadt groß geworden, bin hier geboren. Ich habe allerdings die ersten paar Jahre oben in Goldenhagen und in Danzig gelebt. Meine Eltern stammen von dort, also mein Vater. Und in den Kriegswirren sind wir dann hierher gekommen. Und da ist dieser Zeit, habe ich dann so die Geschichte dieser Stadt verfolgt, vergleicht sie natürlich aus der Retrospektive mit meiner Zeit, mit der heutigen Zeit. Und staune noch immer darüber und ärgere mich dann auch immer wieder, wenn ich mir sage, die Technik sollte der Mensch beherrschen und nicht umgekehrt. Der Mensch sollte die Technik beherrschen und nicht umgekehrt die Technik der Mensch. In die Straße fahren, auf den Bus einsteigen, bitte schön. Ja, überall, also Sie können hinkommen. Ich bin voriges Jahr mit einer 10. Klasse, nächste Woche ist das wieder der Fall. Dank meiner Arbeit können die da draußen mal einen Besuch in der JVA machen und mal hinter Gittern gucken. Also gucken, wie das so ist. Ja, die sind ja neugierig, haben immer Vorstellungen. Und dann haben die wirklich, der eine hat das Smartphone oder Handy in der Hand, und zwar Google so, steht daneben, ja, ich unterhalte mich gerade mit ihm, der steht da hinten. Mhm. Die chatten dann ineinander so rüber und über. Und dann geht das große Geschrei los, weil ich dann vor dem Eingang der Fahrer die Handys einsammle. Haben Sie einen Twitter-Account eigentlich? Ich habe gar nicht. Also ich bin von dieser Art Plattform nicht professionell, ne? Also ich chatte gar nicht. Ich kenne die Begriffe als solche, ich mag das aber nicht, ich halte es da so mit der Frau Kammersänger und Edda Rose, die hat diese Verdänglichung, da habe ich mal vor Jahren eine Verkäuferin auf die Beine gebracht in der Grünhaschen, da habe ich dann gesagt, das haben sie aber falsch geschrieben, Saale. Aber die Saale schreibt man mit 2 A. Ich halte das, weil die deutsche Sprache ist so eine schöne Sprache, da muss man alles verdänglichen, da muss man alles so rüberbringen. Public Viewing ist der schönste Begriff, heißt eigentlich Leidenschaft. Ne? Aber heute zum Fußball heißt das so. Ne? Jedenfalls, ich halte es viel mit deutschen Begriffen, rutscht mir aber auch aus, dass es da die Kids. Ne? Das erkennt man unter der Jugendlichen. Das ist normal. Ja, und solange wie ich es kann, mache ich es noch. Solange bin ich da noch dabei. Ich weiß nicht, ob ich das noch 2-3 Jahre schaffe. Jetzt im Moment betreue ich eine Gruppe von Gefangenen, querbeet, also von 65 bis runter nach 18, 19. Der jüngste war mal 17 und auch ein Schüler von mir. Oh. Und der draußen war, das war etwas peinlich für ihn. Ja. Das ist aber der Natur geschuldet. Ich bin dann auch recht locker da rumgegangen, habe einen Schwamm genommen. Wir hatten dann noch einen Unterrichtsraum da draußen und so ist passiert. Ja, scheiße. Ja, das kam dann so richtig spontan raus. Mittlerweile ist er auch wieder draußen, er hat im Prinzip dieses System nicht verstanden. Er kam aus Russland und ist in dieses System hineingesprungen oder hineingeworfen worden und hat im Prinzip den Verlockungen widerstehen können. Und das passiert heutzutage sehr, sehr viel, wenn sie nicht zu Hause gelernt haben, zum Beispiel mit Geld umzugehen oder hartnäckig zu sein und ein Ziel zu verfolgen. Ich habe halt das Ziel verfolgt. Meine Mutter wollte immer, dass ich unbedingt mal Oberlehrer oder Direktor werde. Ich bin ich gar nicht. Ich wäre es auch nie geworden, weil ich in der falschen Partei war. Das sind wir als Protest. Das war ja auch die Zeit. Das muss man sehen. Wir sind damals zum Studium gekommen. Ich musste eine Verpflichtungserklärung unterschreiben. 1963. Diese Verpflichtungserklärung habe ich dann unterschrieben, weil ich gesagt habe, wie soll ich denn nicht studieren können? Ich wollte Lehrer werden. So, derjenige, der mein Pate war, da brachte man 2 Paten dann dazu, der kam schwerst krank aus dem Urlaub zurück und ich wusste bloß, wo seine Unterlagen liegen. Ich musste damals im Büro arbeiten eine Zeit lang
Und der andere Kollege hat schmieren gestanden, ich habe das Zeug rausgenommen, weil der dann nicht mehr auf Arbeit kam. Und am nächsten Tag war der Schreibtisch leer. Also war ausgeräumt. Was habe ich gemacht? Ich habe es verbrannt, das habe ich auch im ersten Buch geschrieben. Es ist also der Gang zum Genossen ist nie geworden, sondern als Schornsteinrauch weggegangen. Heute hätte man gesagt, ich lasse eins kennen, geben wir es auf. Aber das sind so Teile eines Lebens, das ist unwiederbringlich, das ist da, wenn ich heute nochmal zur Welt käme, ich würde Lehrer nicht wieder werden, obwohl ich es gerne gemacht habe. Ich würde Chirurg, Zahnarzt oder Psychologe werden wollen. Und wer jetzt fragt, warum, erstens mal beim Chirurgen ist der alte Narkose, da ist sowieso nicht der Tag nicht, oder als, ne, beim Zahnarzt, Sie wissen selbst, Sie sitzen alleine auf dem Stuhl, müssen kaufen, können nichts sagen. Und bei Psychologen ist es ja in einer ähnlichen Verfassung, sie sind am Boden oder irgendwie, sie brauchen Hilfe, also sie sind alleine. Dagegen 32 oder manchmal auch 34 Mann im Rundumblick zu haben, was dahinter passiert, muss man ja auch sehen können. Es war nicht einfach, aber trotzdem ist es schön und ich helfe, wie gesagt, jetzt Kollegen, soweit wie es geht, dann mal so auch mal einfach was rüberzubringen, was in dieser Zeit gang und gäbe ist. Sie müssen ja immer erreichbar sein. Ich habe gesagt, Leute, schaltet doch eure Smartphones, Handys oder was auch immer am Wochenende ab. Das können wir nicht. Wir müssen das, wir müssen doch gucken, was am Montag vertretungsplanmäßig ist. Ich sage mir, wenn ihr Montag früh reinkommt, ist das doch benannt. Schafft euch einen Freiraum. Und mit zwei habe ich es geschafft. Die schalten Sonntagmittag ab oder Sonntagfrüh, wenn sie aufstehen, ab. Weil es ist heutzutage so, man muss immer erreichbar sein. Und man muss nicht immer erreichbar sein. Es mag schon eine Situation geben, die hat es auch bei mir gegeben. Wenn Zeugnisse geschrieben wurden, war die Situation anders. Oder wenn meine Frau zur Messeverhandlung war mit Kollegen, also Mitarbeitern aus dem NSW, hier an den wesentlichen sozialistischen Wirtschaftsbereich, die hat im Außenhandel gearbeitet, ja, da waren eben Messen. Und wenn dann Messen war, da lief das anders. Unser Kind hatte ich da entweder mit in der Schule zur Dienstberatung, die war aber nicht mittags oder nachmittags, sondern die war abends. Ja, das war ja alles so ein Kuriosum. Das war eine Ausnahmesituation. Und diese Ausnahmesituation habe ich einmal immer gemacht. Und wenn es dann hieß, ich muss das am Montag abgeben, dann habe ich zu meinem Direktor damals gesagt, nein, am Dienstag. Wieso am Montag? Ich sage, nein. Sollte ich es machen? Ich sage, nee. Der Sonntag gehört meiner Familie. Und es hat geklappt. Es hat bis heute geklappt und es klappt auch heute noch, wenn ich sage, nee, das schaffe ich nicht. Der Tag, den brauche ich als Freiraum. Und so habe ich im Prinzip ohne Kalender geht bei uns zu Hause gar nichts. Muss so sein und ich mache es so lange wie es geht, noch gerne. Das war so ein bisschen so eine Reminiszenz und das dritte Buch, wie gesagt, ist dann so mehr die Musikgeschichte und anderem eben auch das, was also als Novum war, dass man zweimal das Weihnachtsoratorium mit Mitgliedern des Gewandhausorchesters hier in der Gittern erst aufgeführt hat und sogar die LVZ einen großen Artikel dann gemacht hat. Weihnachtsoratorium in der Gittern, ein Novum, was gibt es nirgendwo. Also ich habe das wieder gemacht? Wird das wieder aufgeführt? Nein. Nee. Das scheitert an Geld. Das scheitert jetzt einfach, schlicht und einfach an Geld, denn auch die wollen Geld sehen. Wobei das war eine hervorragende Sache. Aber vielleicht bietet sich doch irgendwie mal an, denn da draußen die Kollegin, die da so in die Kulturarbeit erledigt in der JVA, die ist bestrebt, das zu machen. Aber wenn ich so die Tendenz vom letzten Samstag in der Podiumsdiskussion höre, wenn ein Bediensteter mit maximal 1.000 Euro nach Hause geht, ja. das ist nicht viel. Die müssen sich privat selbst versichern und alles. Also, da braucht man nicht weiter zu rechnen, da kann man sagen, na gut, bei BMW verdienen die Leiharbeiter schon 1.700. Das halte ich hin, das greift irgendwie die Schwere. Aber vielleicht gelingt es doch nochmal, denn jetzt ist zum Beispiel in 14 Tagen ist ein Crazy-Konzert da draußen ganz groß. Die Jungs sind natürlich begeistert. Heute habe ich schon die ersten Listen gesehen, die kommen dann an, die sind zu Massen, wollen natürlich dann in die Sporthalle rein. Dann sind noch Kabarettisten da, Bernd Lange vielleicht ist ein Kabarettist bekannt von den Akademikern. Und ja, dann mache ich mal hin und wieder mal so eine Lesung jetzt über den Vogt und ihren sächsischen Geschichten. Denn ich kann nicht durch Hochdeutsch reden, ich kann ja durch Sex reden. Also Lorelei und Sex, das muss ein bisschen aushängen. Ne? Also, und das mache ich dann auch mal so. Und da kriege ich sogar
etwas mehr als Aufwandsentschädigung für so einen Vortrag, weil das sächsische Justizministerium für solche Fälle auch Geld locker macht. Aber ansonsten, wie gesagt, für 25 Euro im Monat mache ich das so lange, wie ich machen kann und gerne. Ja, und jetzt darf ich mal sagen, ich möchte gerne mal gehen. Natürlich! Ich bin doch noch eine Nachricht. Vielen Dank! Ich bin die Köpfe zu Hause. Weil sie auch so durchgehalten haben, wie die zwei Apple-Tuber mit. Was kann ich? Ich hätte sie aber gerne zu fliegen. Zum Fly. Zum Fly, ja. Das ist, das